Ja, Wolf-Dieter, ich freue mich riesig. Für mich ist es das absolute Novum, ein Ja. Interview überhaupt zu machen. Der Roland hatte die Idee letztens, das ist für mich mein erstes Interview und ich Aha. bin wahrscheinlich mehr aufgeregt wie du, weil du hast wahrscheinlich schon ganz viele Ich habe eine Interviews, Menge Interviews eine hinter Menge mir. Interviews hinter Ja. dir. Ich habe mir lange überlegt, mit welcher Frage ich starten könnte. Und ich würde eine Frage wählen, die mich auf meinem Weg begleitet, wo wir es vorhin von Lebenswegen hatten, welchen Weg man geht. Mich hat mein Leben aus meinem alten Weg rausgeschmissen vor ein paar Jahren durch einen Sportunfall und ich musste jetzt einen neuen Weg finden. Und mein Commitment für mich, für meinen neuen Weg ist so dieses Thema in meiner Kraft zu sein. Und diesen Weg möchte ich dann auch für andere gehen und mich ausbauen, das auch anderen anbieten zu können, sie zu Ja. begleiten, in die eigene Kraft zu kommen. Und da wäre jetzt die Frage an dich, weil du hast ja in deinem Leben auch schon jede Menge Herausforderungen gemeistert, deinen Lebensweg gefunden. Gibt es da was, wo du sagen kannst, was du Ja. mitgeben kannst zu diesem Thema, in seiner Kraft zu sein, in seine Kraft zu kommen und auch drin zu bleiben oder wieder reinzukommen, wenn man rausgeschubst wird, immer mal wieder? Ja, das ist dann die Frage, ob es so etwas wie eine metaphysische Dimension gibt. Und für mich ist da kein Zweifel. Ja, für mich auch nicht. Und in fast alle Kulturen haben den Begriff, dass wir vielleicht auch wiederkommen. Im Indischen ist das so, wir machen dieses und jenes, das nennt man Karma. Karma heißt einfach machen. Und alles, was wir tun, hat Konsequenzen. Also es ist nicht nur eine kulturelle Konstruktion. Alles, was wir tun, hat seine Konsequenzen. Und wenn wir im Leben, sagen wir mal, viele Fehler machen oder Unsinn oder dergleichen oder recht uns blöd verhalten, da ist es, wenn wir wiederkommen, werden wir zum Teil mit diesen Konsequenzen konfrontiert. Daraus ergibt sich, dass wir, wenn wir ins Leben treten, haben wir schon eine Aufgabe, die beruht auf was in, ja, was wir irgendwann mal veranlasst haben. Und wir können Dinge lösen und wir können Dinge heilen und wir können Dinge verbessern. Und das ist, wenn wir tief in uns hineingehen und hören und horchen. Und manchmal bedarf es so etwas wie, ja, einen Unfall oder eine Krankheit, das nennt man Initiationskrankheit, die dann den Geist klärt. Denn viele von uns leben kein authentisches Leben, sondern wir leben das, was wir, aber das gehört auch mit auf den Schicksalsweg, was wir lernen mussten in der Schule, was die Eltern von uns erwarten und ja, was die Gesellschaft erwartet. Und viele kommen da gar nicht raus und dann machen sie irgendeinen, ja, einen Job oder einen Beruf, der sie nicht richtig erfüllt, weil das ist nicht, was sie in dem Leben machen sollen. Und manchmal muss man so richtig hineingeschockt werden, dass man dann erkennt, ach so, das ist es. Und es ist eine innere Stimme, die dabei ist. Es ist nicht, dass man so von außen gesteuert wird, sondern es ist wie eine innere Stimme, wie eine so eine Art, ja, man hat das Gespür, dass das, was ich jetzt mache, ist das Richtige. Auch wenn, ja, da könnte ich einen Job haben und eine Menge Kohle verdienen und andere verstehen das nicht und oft die Eltern, die verstehen es nicht. Meine Eltern haben nicht verstanden, was ich machte. Die haben groß besorgt, denn ich habe immer etwas, ja, bin einen Weg gegangen und dann merkte ich, nein, das ist nichts, obwohl es Sicherheit bietet, und habe es dann lassen können. Und so kommt man immer mehr auf den Weg, auf das, was die Inder und Buddhisten Dharma nennen. Das Wort Dhar ist verwandt mit dem Wort tragen, ist verwandt mit dem Wort Dhr, das heißt
die Eiche. Es ist etwas, was fest ist, was hält. Und das ist das Wort Dharma. Und das Dharma, dieser Weg, ist der Weg, der uns wirklich trägt und ist nicht nur von außen bestimmt. Mhm. Also so sehe ich. Und das hat jeder. Jeder hat eine Aufgabe im Leben. Und in der Renaissance sagte man, die Menschen haben Begabungen. Wo kommen die Begabungen her? In der Renaissance hieß es, wir kommen von den höheren Himmeln, von den Archetypen und wirbeln ins Dasein, also durch die geistige Welt und gehen dann durch die verschiedenen planetarischen Stufen. Das war so Renaissance-Denken. Und am Tor zu der Ewigkeit ist der am weitesten sichtbare Planet und das ist Saturn. Mhm. Und Saturn, der hat auf der physischen Ebene ist er ganz tief in uns mit den Knochen, aber er gibt uns im positiven Sinn kristallklare Weisheit, weil er noch mit dem Himmel verbunden ist. Und das ist dann eine Begabung, die er geben kann. Er kann auch, kann aber auch negativ wirken, sklerotisch und verbittert. In den Pflanzen sind es die bitteren Pflanzen und die borstigen wie der Borretsch oder dergleichen oder sogar wie der Beifuß. Das wäre eines vom Saturn stark geprägte Pflanze. Und dann kommen wir in die Sphäre des Jupiters. Das ist schon näher. Mhm. Der Jupiter, bei ihm dauert es 12 Jahre, durch den Tierkreis zu wandern, von der Erde aus gesehen. Beim Saturn 30 Jahre. Also das ist schon schneller. Und der Jupiter ist derjenige, der König. Er ist voller Güte und Reichtum. Mhm. Er kann solche Begabungen geben und auch eine bestimmte Weisheit. Und dann geht es weiter runter und dann zum Mars. Der flitzt ja viel schneller, weil er von hier aus gesehen näher ist. Und er gibt Mut. Er ist ein Krieger, der gibt Mut und er gibt auch Kraft. Wenn zu viel ist, dann ist es, kann es brutal sein und so. Und dann geht es durch das Sonnentor. Die Sonne ist so die Mitte, das Leuchtende, der Sohn des Himmels oder bei den Nordvölkern eine liebe Frau-Sonne ist das. Und dann wirbelt es weiter, gibt so Herzenskraft. Und dann geht es zur Venus und das gibt Schönheit und Anmutigkeit und dann geht es weiter zu Merkur, schnelles Denken, Merkur, der mit den geflügelten Schuhen und dem Zauberstab und dann der Mond, Träumen und dann kommt die Seele auf die Erde und hat Begabungen gekriegt. Warum diese Begabungen? Die Begabungen, die wir haben, ist das, was wir in dem jeweiligen Leben brauchen. Um unsere Aufgabe, um unser Dharma zu erfüllen. Und dann leben wir und dann irgendwann gehen wir diese Himmelsleiter, würde man das in der Bibel sagen, wieder zurück. Also das sind so Mythen, metaphysische Sichtweisen, aber die sagen oft viel mehr als nur eine Wissenschaft, die sich nur reduktionistisch auf das Messbare und Wegbare begnügt oder begrenzt. Ja. Das ist auch wichtig. Das muss ganz klar sein. Unsere Wahrnehmung und so müssen wahr sein. Aber es gibt auch diese andere Dimension. Und da gibt es ein Wissen drüber. Und heutzutage ist es ziemlich verwirrt. Leute bilden sich dann Sachen ein und spinnen. Und dann gibt es Ideologien und so weiter. Aber diese Mythen, woher weiß ich diese Sachen? Auch karmisch, aber ich habe auch im Leben die richtigen Leute getroffen, die mich dann hingewiesen haben. Ja. Von denen du gelernt hast. Ja. Ja, aber in den Planeten haben jetzt ja schon ganz viele Qualitäten mitgeschwungen, die man praktisch mitnehmen kann oder sich betrachten kann, um diesen Weg zu gehen in seine eigene Kraft. Und für mich selber ist es auch so, dass ich nicht denke, man ist irgendwann angekommen und dann ist man da, sondern es ist ein stetiger Weg und ein stetiges Weitergehen und ein Weiterentwickeln und vielleicht fliegt man wieder raus, um wieder was Neues zu lernen und wieder neu dahin zu kommen. Ja, es ist ein Kommen und Gehen und
das Leben ist dann ein Abenteuer. Und so hat man das in der Kultur der Minnesänger, der Troubadoure auch gesehen, dass wir kommen aus geistigen Welten und kommen herab und haben dort unsere Erlebnisse und unsere Abenteuer. Mhm. Und das Wort Abenteuer, Aventure im Französischen, das heißt durchgehen. Wir gehen, wir kommen aus geistigen Welten und haben unsere Begabungen und es stellen uns Lebensrätsel, Wesen, die werden dann dargestellt als Riesen oder Drachen oder was immer, stellen sich in den Weg und wir haben die Begabung, diese Sachen zu lösen. Und das Leben ist eben ein Hindurchgehen oder besser gesagt ein Abenteuer. Da kommt das Wort Abenteuer. Und da gehört alles dazu. Da gibt es auch Phasen, wo man überhaupt nicht weiß, was und warum. Oder man fühlt sich schlecht, aber irgendwann kommt der Wesenskern wieder durch. Und so, wie die Chinesen auch sagen, das Dao, der Weg, findet uns. Manchmal verlieren wir den Weg, es gehört dazu. Aber der Weg findet uns wieder. Wir sind nicht verloren im Universum. Wir sind auch keine Zufallsprodukte. Wir sind keine statistischen Geschöpfe, die man kategorisieren kann. Wir haben einen sozusagen göttlichen Wesenskern, der uns begleitet. Oft vergessen wir das. Und ins Leben hinein und wieder hinaus. Ja, was ich jetzt in meinem eigenen Weg merke, es erfordert aber viel Mut, den Weg, den man so von der Gesellschaft her, von der Schule, Konditionierung, Beruf und alles gegangen ist und gelebt hat und bis dadurch auch geglaubt hat, dass es der richtige Weg ist, da den Schritt zu finden, rauszugehen und diesem anderen, auch was du vorhin mal gesagt hast in unserem privaten Gespräch vorher, sich einer geistigen Führung auch anzuvertrauen für diesen Lebensweg. Und ich merke selbst auch, da kommen auch immer mal wieder Zweifel, wo man sich halt fragt, so, was mache ich hier eigentlich? Genau. Also, weil es nicht dem üblichen Bild entspricht, wie man sich so verhält. Ja. Aber das liegt ja eigentlich eher in unserer Gesellschaft, dass das Bild vielleicht einfach nicht mehr passend ist, als an dem, was es eigentlich braucht von uns. Ne? Naja, es gibt dann Normen, die Gesellschaft hat. Und man könnte sich vollkommen von außen her konstruieren lassen. Ja. Aber wir haben so etwas wie jeder von uns hat wie eine individuelle göttliche Seele. Und wir sind, keiner sitzt da an der Stelle und sieht jetzt kein Wesen in der Welt. Das ist, und genauso ich auch oder jeder. Wir sind das Wesen ist einmalig und unser aller Wesen. Und das sind nicht nur die Menschen. Ich sehe das bei unseren Hunden und Katzen und früher bei den Pferden und so. Es ist, im Indischen heißt es, das Göttliche inkarniert sich, also verkörpert sich. Mhm. Ja, sogar als Fliege oder als ein Virus, der da durch die Welt schwebt und so weiter. Kann auch passieren, ne? Kann auch passieren. Oder uns Menschen vielleicht auf unserem Weg helfen, drüber nachzudenken. Wo stehe ich eigentlich? Bin ich auf meinem Weg oder muss ich vielleicht mich korrigieren? Das können alles Helfer sein auf dem Weg. Und deswegen auch in den Märchen, da gibt es ja immer magische Tiere, die den Märchenheld, Held, Heldin, sind beides dasselbe, auf den Weg begleiten und den Weg zeigen. Ja, und herausfordern oft auch. Ja, ja. Was hat dir so den Mut und die Kraft gegeben, deinen Weg zu gehen, der ja auch ungewöhnlich war? Es ist sehr individuell zum Teil, weil ich wurde im Krieg in Sachsen geboren und und 1947, also lange her, da sind wir über die Zonengrenze geflüchtet. Und das war wirklich das, die Heimat, die Oma und Opa und das Zuhause, auch die Pflanzen, die da wuchsen und der Igel, der da im Garten herum, wurde man herausgerissen und kam dann in eine andere Welt.
hat man sich wieder angepasst, wurde man wieder herausgerissen, als wir dann nach Amerika ausgewandert sind. Und das Auswandern, das war damals nicht mit dem Flugzeug, da gab es keine Möglichkeit zurückzukommen. Da haben die, da hat eine Kapelle in Bremerhaven am Kai gespielt, muss sie denn zum Städtele hinaus? Okay. Und die Leute haben geweint. Und dann ging es 11 Tage über das Meer und dann landete man in wirklich einer anderen Welt. Das war noch nicht globalisiert. Ja, da gab es nicht McDonald's hier und McDonald's da. Und die haben sich anders angezogen und meine Haare waren länger als die anderen Kinder. Da musste ich dann immer entweder Indianer spielen oder Deutscher spielen und musste mich erschießen lassen. Aber das war mir wurscht. Das, ich war froh, da draußen in der Natur mit zu sein. Und das sind so diese, also stufenweise habe ich dann gemerkt, dass ich eigentlich nicht so im vollkommen geprägt war. Und das ging dann auf dem Land in Ohio, da habe ich die Pflanzen kennengelernt, geliebt, Bäume geklettert, geliebt. Lehrer gefragt, ja, was sind das für Pflanzen? Ach, Weeds und Scrubs, Unkräuter, das interessiert nicht. Hat nichts mit Wissenschaft und Biologie zu tun. Also das Phänomen selber war abgewertet. Ja. Ja, und dann ging ich zur College, also Universität, und das war erstmal in der Stadt. Und da lernte ich wirklich Dekadenz kennen. Und das war auch schrecklich. Ich wollte Biologie studieren, also nicht Biologie, Botanik. Und dann fragte der Lehrer, warum haben Pflanzen Wurzeln? Also der Professor. Und ich sage, ja, die wollen Nährstoffe und Wasser aufnehmen. Und der wurde, boah, Fuchsteufel, das ist nicht Wissenschaft, das ist Theologie. Pflanzen können nicht wollen. Meinen Sie etwa, dass ein Schwamm Wasser aufnehmen will? Und da also zerschmettert und habe dann gemerkt, in den Versuchsbeeten an der Uni, die Pflanzen, traurige Pflanzen, gequälte Pflanzen, das konnte man denen gar nicht sagen, weil die haben ja keine Seele und kein Hirn, die traurige Pflanzen. Und da bin ich Gott sei Dank ausgestiegen aus dem, weil ich merkte, es ging so gegen den Strich und habe dann später Völkerkunde, Anthropology studiert. Mhm. Und habe dann gemerkt, bei all den Naturvölkern, bei allen Völkern spielen Pflanzen eine Rolle. Als sakrale Pflanzen, als essbare Pflanzen, als Heilpflanzen, symbolisch und so weiter. Und kaum ein Anthropologe oder Ethnologe hat das aufgenommen, weil die selber nichts wussten von Pflanzen. Und so bin ich dahin gekommen, dass ich so, was man Ethnobotanik nennt heute. Ja, da hast du jetzt mitgenommen so zwei Dinge. Das eine ist, dass du schon sehr früh in deinem Leben mit Herausforderungen konfrontiert worden bist, die dich sozusagen schon Mut und Kraft gefordert haben, um die überhaupt zu bewältigen und dir natürlich wahrscheinlich auch Kraft gegeben haben für den restlichen Weg, rückblickend zu sehen, ich habe schon die und die Herausforderungen geschafft und dann wahrscheinlich auch den Mut und die Kraft, später den eigenen Weg zu gehen. Ja. Immer wieder zu merken, nee, das ist nicht meins. So habe ich das gar nicht empfunden als Mut oder so, sondern es einfach, man hat einfach darauf reagiert und sagt, nee, das ist nicht richtig und hat das dann gelassen, anstatt sich da zufrieden zu geben. Also das ist, also diese Gedanke oder diese Analyse, die habe ich damals gar nicht gemacht. Man lebt einfach drin und man reagiert. Gell? Ja. Und jetzt natürlich überlege ich und so. Und es sind auch andere Menschen, die dann das sagen, wie du eben gesagt hast. Ja, war das mutig? Mut, ich dachte Mut, das ist, wo man sich zwingt und Stand zu halten. Nee, nichts von dem. Man hat einfach auf die Situation reagiert, ohne wirklich zu wissen, warum. Das ist auch spannend, dass manches, wo auf jemand anderen mutig wirkt, für jemand selbst, der sagt, für mich war das nicht mutig, für mich war das mein Weg, für mich war das klar,
Das ist so ein bisschen wie, was die Kinder lieben, Kasperli-Spiel. Der Kasper, der weiß nicht, wer er ist. Und dann rufen die Kinder, ah, passt auf, da kommt ein Riese oder da kommt eine Hexe und die will dich klatschen. Und der guckt sich und zack, geht der Knüppel vorbei, ich sehe nichts. Ja. Und weiter geht's. Und weiter geht's, ja. Und im Grunde genommen ist unsere Seele oder unsere Seelenkern so ein bisschen wie Kasperle. Ich meine, die Welt, wenn man so als, und deswegen haben Intellektuelle solche Probleme, die sind sich dessen gewahr. Während Kasperle ist klug und so, aber er nimmt im Grunde genommen gar nicht diese, ja, diese Schämen zum Teil gar nicht wahr. Er ist einfach. Und das wird den Kindern und die Kinder lieben, das natürlich. Ja, aber er ist einfach, ist ein gutes Stichwort. Ja, dieses einfach. Ich bin einfach. Das hört sich so einfach an, aber das hat ja eine ganz große Qualität. Jawohl. Da habe ich das Gefühl, dieses Ich bin einfach drückt auch aus. Genau. Ich bin in meiner Kraft, wenn ich einfach bin, weil dann bin es ich bin hier. Ja. Zeitlich wie örtlich und auch in mir, ne? Also auch eine gewisse Präsenz. Und einfach ist auch ein schönes Wort. Das ist nicht vielfach so mental gespalten und wo man da zu viel grübeln muss, sondern ist einfach. Ja. Und das ist eigentlich ein Geschenk, das jeder Mensch im Grunde genommen hat. Ja, ja. Das klingt sehr schön. Als Geschenk für jeden Menschen. Er ist einfach oder sie ist einfach. Ja. Das bei den Daoisten, also Lao Tse, da wird es beschrieben als der unbehauene Klotz. Mhm. Also nicht hier durchgestaltet. Ja. Und das wird, also in der Mythologie der Chinesen, ist das ein Symbol. Das Unbehauen, einfach. Mhm. Aha. Ja, das Unbehauen hat auch noch was Ursprüngliches. Ne? Da hat nicht jemand anders von außen was mitgemacht. Da kann die eigene Kraft dran draus wirken. Ja. Ja, herzlichen Dank. Ja, gerne. Ja. Nee. Für dieses schöne Interview. Ich hatte viel Spaß und viel Freude damit. Auf Gegenseitigkeit. Und ich finde es zu einem... Darf ich noch ein Schlusswort sagen? Ja, gerne, auf jeden Fall. Die besten Lehrer für die Seele sind die Pflanzen. Tiere sowieso. Ja. Aber wenn man sich mit den Pflanzen hineinbegibt, nicht nur äußerlich misst und so weiter, sondern mit der Pflanze meditiert, dann öffnen sich kosmische Welten. Denn die Pflanzen sind mit der Erde verbunden und mit dem Himmel. Und sie sind heil. Deswegen können sie uns ja auch heilen. Ja, das ist eine schöne Sache, gerade diese Anbindung zwischen Erde und Himmel. Das, dann findet man ja auch wieder in dieses ich bin, in diese Präsenz. Genau. Und deswegen hat auch der große Dichter Friedrich Schiller gesagt, suchst du das Höchste, das Größte, die Pflanze kann es dich lehren. Was sie willenlos ist, sei du es wollend, das ist's. Das Toll. Ist das Zitat. Ja. Toll. Ja. Herzlichen Dank. Ja, danke auch. Ja. Du bist eine super Interviewerin. Dankeschön. Ja.